So, Freunde, der Trailer von Fortnite Chapter 5 Season 2 ist jetzt da. Der offizielle, Leute, Launch-Trailer, ja? Und den werden wir uns erstmal jetzt normal angucken, ohne zu stoppen und danach analysieren. Let's go! Oh mein Gott. Das glaub... Boah! Oh, die Unterwelt. Ich rede schon wieder zu viel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Oh mein Gott! Medusa, Medusa, Baby, Medusa. Medusa, Baby, ganz genau. Cerberus. Die neue Shotgun. Die neue Shotgun. Artemis. Was? Digga, was? Oh mein Gott. Ich glaube, ich raste hier gleich mal völlig aus. Das, meine Freunde, das ist großes Kino. Das hat Fortnite jetzt hier ganz gewaltig rausgeschallert. Fortnite hat wieder alles übertroffen, was sie übertreffen können. So, Leute, wir haben die Cam jetzt auf YouTube weggemacht, na, auf TikTok sind wir live. Wir streamen das ganze Ding natürlich durch. So, als erstes, Leute, was sehen wir einmal ganz, ganz deutlich? Das ist der Ort der Unterwelt. Die Unterwelt kommt durch mit ihrem grünen Touch an Farbe und das wird der Ort der Unterwelt sein. Die haben auch eine böse Festung, sagen wir es so, mit einem kleinen, ja, Tümpel, den man quasi so beschreiben kann, wo natürlich auch irgendwelche Monster, böse Seelen und was auch immer drinne sind. So, Leute, es geht weiter. Ne, ist also, sie fahren hier, ist ja ganz klar. Wir sehen hier den Skull Trooper, Farbenbomberin, das ist Hope und das ist der Fischstick. Den haben wir alle, also keine neuen Skins. Und ihr seht die Hände, die natürlich rauskommen von den Monstern, Zombies und allgemein von dem Bösen. Schön und gut haben wir das, ne? Einfach wunderbare Geschichte. Okay, ihm wurde jetzt sein Knüppel, seine Spitzhacke weggezogen und jetzt kommt hier tatsächlich, das ist Aphrodite, Leute. Aphrodite mit dem Flug-Item. Ein neues Item, mit dem man tatsächlich fliegen kann. Ja, mit diesem Item soll man fliegen können. Eine mythische Sache, mit der man halt fliegen kann. Sehr, sehr cool. Sie fliegt da und jetzt bitte schnallt euch an und haltet euch fest. Das, was wir hier sehen, ist ein Riesenberg und ein Mount Olympus, ein Mount Olymp quasi, also ein Olymp, welches auf einem riesengroßen Berg ist. Und das Ganze ist natürlich hier schon da. Da sehen wir einen riesen, in diesen Berghang, ne, einen ganz, ganz großen, wo natürlich definitiv ein mega, also hier ist einmal Ares, das ist der Gott des Krieges, und dann sehen wir tatsächlich hier, dass hier tatsächlich, ja, ein riesen Olymp ist. Wo das ist, wissen wir nicht. Die Map, also das Teil der Map, kommt mir nicht bekannt vor. Bin ich mal gespannt, ne? Werden wir aber gleich noch sehen. Und hier seht ihr, holy moly. Ey, das ist insane. Das sieht so insane aus, Freunde. Wir sehen hier so viele Sachen. Statuen, Feuerschalen und allgemein Gebäude. Ein riesen Olymp. Schaut es euch einfach mal an, ne? Das sieht wild aus. Und dann natürlich hier einmal die ganzen Götter drauf. In der Mitte Zeus mit einer Vollstrecker-AR, so wie es mir aussieht, ne? Dann, das hier ist Cerberus. Cerberus, ne, der Hund mit den drei Hundeköpfen. Der Dude hat tatsächlich seine neue Shotgun, und zwar die Cerberus-Shotgun. Also eine neue Shotgun. Dann einmal Hades ist das hier, ne? Der Gott der Unterwelt, der hat seine Kette, seine Peitsche, auch eine mythische Waffe. Und hier ganz rechts ist Medusa. Sie war bis gestern noch nicht offiziell bekannt. Jetzt ist auch Medusa bekannt. Ja, Leute, Medusa ist tatsächlich jetzt bekannt. Die Frau mit den Schlangen, für die Leute, die das nicht wissen. Mega, mega schön. Und sie hat eine schallgedämpfte Pistole in der Hand. Also kommt die auch zurück. Hier einmal Aphrodite mit einer neuen SMG. Und wir werden auch für die Waffen ganz höchstwahrscheinlich neue Waffenaufsätze haben, dass wir die Waffen anders modifizieren können. Also Aphrodite mit ihren Flügeln natürlich und einer neuen Waffe. Dann Artemis, das ist die Göttin des Mondes, Zwillingsschwester von Apollo, der Gott der Sonne und des Lichtes und so. Und sie hat
eine neue Waffe. Ist das vielleicht die neue DMR, eine Sniper, was auch immer, müsste man mal näher analysieren. Und dann natürlich links ist der Glibber Poseidon. Poseidon ist quasi ein Meme-Skin. Aus Chapter 2 Season 1 gab es ja auch diesen Glibber-Skin. Und Leute, das ist Poseidon mit seinem Dreizack als Glibber-Variante. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skins haben wir hier. Also fehlt noch ein Skin für den Battle Pass. Ich bin gespannt, was kommt. Obwohl, wenn man beachtet, ne, dass Evie natürlich immer so 8 Skins im Battle Pass haben. Aber ich freue mich einfach drauf. Denn wir werden uns den natürlich auch komplett anschauen. So, Leute, dann geht's weiter. Dann sehen wir hier Zeus mit seiner mythischen Blitzwaffe. Ihr seht's. Wow, Myths and Mortals heißt Mythen und Sterbliche auf Deutsch. Hier sehen wir einmal das Olymp. Das ist tatsächlich, das sieht mir aus, als wäre es in der Mitte der Map, Freunde. Das sieht mir tatsächlich aus, als wäre es in der Mitte. Denn wenn ich mir hier so die Map anschaue, ist das dort hinten... Oh, das kann ich gerade ganz schlecht einordnen. Doch, da, warte mal, da hinten ist die Yacht, oder? Ist das die Yacht, Freunde? Könnte die Yacht sein? Könnte Ruined Reels sein? Oder es ist beim Gletscher. Entweder ist das beim Gletscher, der die ganze Zeit schon schmilzt, oder bei Ruined Reels. Und hier sehen wir tatsächlich, Freunde, das Olymp ein bisschen näher. Wunderbar sieht das aus. Viele griechische Gebäude hatte dieses wunderbare Olymp hier. Mega schöner, natürlich Point of Interest. Und ihr seht hier einmal eine Gottheit in der Mitte. Und diese Gottheit, Freunde, trägt eine Kugel. Dort ist eine Sternenkonstellation. Das sind die Sternenkonstellationen von den verschiedensten Göttern drinne. Ne? Und die in der Kugel sind halt Sternkonstellationen, aber woran erinnert uns die Kugel auch noch? An vielleicht den Zero Point, der jetzt tatsächlich vielleicht die Macht der Gottheiten oder so hat. Mal schauen, erinnert mich auf jeden Fall von der Form dran. Und hier Aphrodite mit ihren Flügeln. Aphrodite mit ihren Flügeln, wie ihr seht, wurde hier vorgestellt. Und hier seht, das ist wahrscheinlich dann das Gameplay, Leute. Gameplay von Aphrodite, beziehungsweise den Flügeln. Hier, ihr seht's hier, man kann damit fliegen und man kann sogar mit den Flügeln boosten. Man kann quasi einen Vogel werden und mit den Flügeln boosten, sodass man auf die Gegner reinfliegt. Die Flügel, ein richtig cooles Item. Dann tatsächlich einmal die Unterwelt in der Festung, der Unterwelt ist das. Hades ist ja der Gott der Unterwelt, deswegen läuft er da. Und er hat natürlich seine Kette, seine Peitsche als mythische Waffe. Und das könnte sogar die kleinere Variante, die Spitzhacke sein. Sorry für den Royce Quick an der Stelle. Und ihr seht, das ist eine mythische Waffe. Damit kannst du Leute herziehen. Du kannst damit Leute zu dir ziehen und sie tatsächlich schlagen und killen damit. Und das ist tatsächlich hier dieses grüne Gewässer, wo natürlich die Toten und was auch immer drin sind. Oh mein Gott. Und er kann damit sogar so einen kleinen Dash machen, fliegen. Da oben nochmal die Flügel, dass man da fliegen kann. Mega cool. Hatte der eine neue Waffe in der Hand? Oder was war das? Ach Leute, wunderbar. Das könnte eine neue Waffe gewesen sein. Medusa, Freunde, ist jetzt auch offiziell von Fortnite angekündigt. Wunderbarer Skin, ne? Die Schlangenfrau, die kennt man natürlich mit einem riesen Schlangen. Könnte tatsächlich ihr Gleiter sein, so. Und sieht wunderbar aus, der Skin. Einmal Cerberus, Freunde. Er hat auch seine Waffe in der Hand. Und zwar seine Shotgun, die Cerberus Schrotflinte. Und damit schießt er. Und damit droppen die Leute hier. Das ist wahrscheinlich wirklich die Vollstrecker AR. Sehr, sehr cool. Und einmal Artemis. Die hat eine DMR oder eine Sniper. Könnte auch die neue DMR sein. Und die hat eine Superfähigkeit. Leute, die hat eine Superfähigkeit. Schaut mal. Die kann irgendwie hier, glaube ich. Ja, die kann irgendeinen Superboost aktivieren, Freunde. Die kann einen Superboost aktivieren und sehr, sehr schnell rennen und dann einen Supersprung tätigen. Holy moly. Sieht interessant aus, ne? Geil, geil, geil. Das ist wahrscheinlich die neue DMR und natürlich die Deagle, falls ihr das jetzt gesehen habt, Freunde, hier. Das ist die Deagle, eine Desert Eagle ist auch da. Mega, mega schön. Dann sehen wir hier, das ist, glaube ich, Ludwig in der Mitte so von der Map. Da sehen wir tatsächlich, oh nice, Cora. Das ist dann der 8. Skin für den Pass. Ne, Leute, und zwar klar, dass wir eine Avatar-Kollabo bekommen. Die Avatar-Kooperation, Leute, sollte einen Mini-Battle-Pass haben, ne? Einen Mini-Battle-Pass und das soll tatsächlich so Ende April, Anfang Mai kommen. Mit Mini-Battle-Pass-Belohnungen soll Avatar sein. Das waren die ganzen Leaks, die rumgingen, falls ihr euch daran erinnert, ne? Da habe ich auch euch ein Infovideo rausgeschallert. Und One Piece war natürlich meine Vermutung. Und so wie es aussieht, also Korra ist der Secret-Skin oder der Bonus-Skin im Battle-Pass, ne? Wir hatten am Anfang die 7 Skins oben auf dem Olymp stehen. Das waren die Main Battle Pass Skins und das ist tatsächlich Cora aus dem Battle Pass. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Cora ist aus Avatar natürlich, ne? Cora aus Avatar. Ein Skin, Freunde. Und hier natürlich nochmal Poseidon, also dieser Meme-Skin. Hier der Skin ist auch ein Skin, den wir schon in-game haben. Der wird einen neuen Style haben. Also alle, die diesen Skin haben, er wird einen neuen Style haben. Hier sehen wir Odyssey, die wird eine Ranked-Belohnung. Könnt ihr euch dann alle kostenlos freischalten, ne? Let's go.
Nice. Und Zeus mit seiner mythischen Waffe. Und er schießt die mythische Waffe so nach unten. Ne? Wow, 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 wow. Ich krieg gerade hier, falls ihr seht, in meinem Chat mitgeteilt von Hesse, Ares soll Crewskin werden, ne? Sehr, sehr cool, ne? Das würde mich natürlich auch freuen, weil er, ne? Ares war nicht, wichtig, Leute, Ares war nicht jetzt zu sehen im hier Trailer. Er war zwar, also er war jetzt als Statue und gestern im Teaser-Trailer zu sehen. Er war aber nicht als richtiger Skin für den Battle Pass zu sehen, also soll er tatsächlich im Crew sein. Sehr, sehr nice, da sehen wir Zeus und oh mein Gott. Wir sehen Zeus und ihr seht, Zeus hat drei verschiedene Angriffmöglichkeiten, wie schon gecallt, wie auch der Insider bzw. der Playtester richtig gesagt hatte. Und er schallert die Blitze raus wie sonst nix. Holy moly. Nice, ne? Hier noch ein paar natürlich Gottheiten, Statuen im Olymp drinne. Und im Hintergrund sind das eventuell Blitzeffekte, wenn man darauf achtet. Okay, Leute, das Olymp ist, okay, wir haben das, Freunde. Ihr seht, hier ungefähr ist der Standort Hazy Hillside. Hazy Hillside wird ersetzt. Warum wird das ersetzt? Ihr seht diese Villa. Diese Villa ist ja in der Nähe, hier geht es dann rein zu Fencing Fields. Und nach links kam jetzt hier eigentlich Hazy Hillside und so das Schneebiom. Und jetzt ist hier aber ein Olymp. Also sieht das so aus, als wird tatsächlich das Schneebiom mit Hazy Hillside vielleicht sogar bis zum Gletscher ersetzt. Okay, wissen wir auch jetzt, wo das ist, ne? Okay, nee, das ist nur die Waffe. Vielleicht kommen auch Wettereffekte wieder, wäre natürlich mega. Und hier sehen wir ein neues Zielfernrohr, welches wir auch ausrüsten und equippen können. Sehr, sehr cool. Mit Infrarot, also das ist ein neuer Waffenmod, den wir haben. Wir haben ja jetzt schon Zielfernrohr, Schalldämpfer und Stoßdämpfer und so alles, was wir halt an den Waffen ändern können. Und das ist was Neues, ein Zielfernrohr mit Infrarotsicht. Wunderbar. Und dann einmal hier noch die Farbenbomberin, wie sie sich auflädt. Und das war's. Das war die natürlich Geschichte für die Season 2. Und was soll ich sagen, Freunde? Das Ganze sieht einfach mega, mega schön aus. Wir haben das Ding so im Großen und Ganzen analysiert. Kommt gerne in den Stream rein, um keine Infos mehr zu verpassen. Der Hype ist real, Freunde. Wir werden alles austesten und zocken. In dem Sinne, Freunde, war's das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.